Bei manchen Differentialgleichungen lässt sich die Separation nur durchführen, also wenn man die DGL oder Teile der DGL substituiert. Und zwar ist es immer dann der Fall, wenn wir entweder eine Funktion haben, die eine lineare Gleichung enthält oder einen Quotienten von y durch x. Und zwar die ist die Vorgehensweise beide Male dieselbe. Wir ersetzen einmal diesen ganzen inneren Ausdruck durch eine Variable u, also u ist ax plus by plus c. Wir brauchen natürlich auch die Ableitung, denn die enthält y Strich. Und zwar leiten wir u nach x ab. Damit haben wir u nach x abgeleitet, ist nun noch hier a, denn x ist ja 1, b mal y Strich und die Konstante c fällt weg. Leiten wir diesen Teil hier nach x ab, dann kann man vielleicht zweckmäßigerweise dafür schreiben, u ist gleich x mal u. Denn wenn wir jetzt hier y haben, kriegen wir das einfach hier rüber. Und wenn wir das ableiten, dann brauchen wir eine Produktregel. Und zwar 1 mal u plus x mal u Strich ist die Ableitung. Und wenn man jetzt hier in beiden Fällen weiß, okay, die Ableitung y Strich ist f von u, das haben wir hier beide Male so aufgeschrieben, dann können wir damit folgern, im ersten Fall u Strich, dieses Ding hier, ist a plus b und dann f von u, denn y Strich ist ja f von u. Und in dem Fall hier haben wir f von u ist gleich u plus x plus u Strich. Also ist u Strich ähnlich wie hier f von u minus u durch x. Und beide Varianten kann man durch Trennung der Variablen lösen. Ich werde Ihnen das jetzt anhand von zwei Beispielen demonstrieren. Nehmen wir erstmal diesen Fall hier. Da haben wir die erste Möglichkeit. Man setzt jetzt u gleich 2x minus y. Wir brauchen noch u Strich. Das ist 2 minus y Strich. Also ist y Strich gleich 2 minus u Strich. Und wenn man das jetzt beides einsetzt, dann haben wir hier oben gleich nur noch eine Gleichung in y. Und zwar haben wir ja y Strich ist also 2 minus u Strich. Und dann haben wir, das ist gleich 2x bleibt stehen, minus y, wenn man das stehen lassen wollte, aber das ist natürlich auch gleich u. Und jetzt haben wir eine separierbare Differentialgleichung. Denn jetzt können wir dafür schreiben, u Strich ist gleich u minus 2. Und jetzt wird wieder separiert. Jetzt können wir wieder den Trick machen. Hier haben wir noch Minuszeichen davor. Minus Integral. Das kommt alles auf diese Seite. 1 durch u minus 2 du ist gleich das Integral von 1 dx. Also ist minus ln u minus 2 gleich x plus c. Und das ist dann ln u minus 2 minus x plus c. Sie denken daran, alle Konstanten verschwinden in dem c. Jetzt die Exponentialfunktion anwenden. U minus 2 ist e hoch minus x mal c. Die 2 auf die andere Seite. Und wir können auch hier schon das u wieder einsetzen. U ist ja 2x minus y. Also 2x minus y ist gleich c e hoch minus x plus 2.
Und dann haben wir hier minus u ist ce hoch minus x plus 2 minus 2x. Jetzt muss noch das Minuszeichen weg. Heute habe ich es nicht mit den Variablen. Hier können wir dann wieder resubstituieren. Für das u schreiben wir an dieser Stelle kann man dann die minus 2 auf die Seite bringen und das u resubstituieren. Also 2x minus y ist e hoch minus x mal c minus, nee, plus 2. X auf die andere Seite, alles mit 2x auf die andere Seite, alles mit minus 1 multipliziert, ergibt die Lösung. Also 2x minus ce hoch minus x minus 2. Und damit haben wir eine Lösung für das y gefunden. Das zweite Beispiel, y', nehmen wir es mal hier runter, ist gleich x plus 2y durch x. Wenn ich das ein bisschen anders hinschreibe, ist das x durch x ist 1 plus 2y durch x. Und jetzt kann ich y durch x für u ersetzen. Damit ist y gleich u mal x und y' gleich u mal plus, also 1 abgeleitet, u' mal x. Also haben wir jetzt hier u plus u' mal x ist gleich 1 plus 2u. Wenn ich das ein bisschen umforme, habe ich u' mal x ist gleich 1 plus u. Einfach dieses u auf die andere Seite bringen. Jetzt habe ich die Veränderlichen im Grunde genommen getrennt. Das heißt, das Integral von 1 durch 1 plus u du ist gleich das Integral 1 durch x dx. Und das können wir inzwischen im Schlaf. Das ist der Logarithmus 1 plus u ist gleich der Logarithmus von x und das Ganze plus c. Jetzt können wir das Ganze wieder die Exponentialfunktion drauf anwenden. Das ist, wenn man das hier drauf anwendet, 1 plus u und hier gibt das x mal c. So, jetzt muss man nur noch wieder resubstituieren. U ist ja y durch x. Die 1 können wir gleich auf die andere Seite nehmen. Also y durch x ist gleich x mal c minus 1. Damit ist dann y gleich x cx Quadrat minus x.